Ja, am BR-Mitmarschentag, da machen Sie Programm. Sie haben es gemerkt, Sie setzen Themen, Sie sind mit den Reporter-Teams des BR unterwegs. Sie erleben Ihren Sender ganz nah und mit allen Facetten. Und da gehört natürlich auch die Technik dazu. Und die steht zum Beispiel oben auf dem Wendelstein. Ohne Sie kein Bild, kein Ton, nichts kann bei Ihnen ankommen. Unser BR-Korrespondent im Oberland, das ist der Martin Breitkopf, der nimmt Sie jetzt mit an diesen wichtigen Ort, direkt an der Landkreisgrenze zwischen Miesbach und Rosenheim. Der Sender Wendelstein, jeder hat ihn schon mal gesehen, wer hier unterwegs ist in der Region. Wie wichtig ist diese Anlage für ganz Bayern, dass wir Fernsehen schauen können, dass wir Radio hören können? Das kläre ich heute. Auf rund 1830 Meter Höhe steht er, Deutschlands höchstgelegener Sender. Doch das ist die eigentliche Zentrale. Im Kontrollzentrum laufen die Fäden für das gesamte Sendenetz zusammen. Ich betrete historischen Boden. 1954 ging am Sender Wendelstein das deutsche Fernsehen zum ersten Mal auf Sendung. Ja, servus, grüß euch. Ja, hallo Martin, servus. Wow. Hightech in der Kontrollzentrale. Hier laufen sämtliche Programme von BR, ARD, ZDF und auch einigen Privatsendern zusammen. Heute haben Froni und Jürgen Dienst. Rund um die Uhr wird hier überwacht. Und ihr werdet also fürs Fernsehschauen bezahlt? Ist das richtig? Ja, so indirekt, wie man es nennen mag. Ja, stimmt. Wir überwachen das Ganze da hier oben und schauen, dass das Programm zum Kunden kommt. Das ist unsere Zuständigkeit und das in ganz Bayern. Was wäre, wenn ihr nicht da wärt? Dann könnte sein, dass der Zuseher draußen kein Programm empfängt über Antenne und dann ist dunkel. Damit es nicht dunkel wird, braucht es viel Technik. Jeder UKW-Sender hat einen eigenen Tower. Dazu gibt's noch DAB und zig Fernsehsignale. Überall tanzen Pegel und Amplituden. Doch so wirklich verstehe ich's nicht. Die Programme müssen ja über zusammengefasst werden. Das heißt, man hat verschiedene Frequenzen. Und diese Frequenzen, die verhalten sich so wie ein Güterwaggon, der halt zusammengestellt wird für einen langen Güterzug. Und die einzelnen Frequenzen werden hintereinander gehängt. Und dann kommen die zur Antenne rauf und werden dann abgestrahlt. Quer durch Bayern gibt es mehrere Senderstandorte. Aber nur der Sender Wendelstein ist das ganze Jahr über rund um die Uhr besetzt. Die Technik-Crew arbeitet und lebt hier, immer eine Woche am Stück. Jürgen vergleicht es mit dem Leben auf einer Bohrinsel. Dafür muss Frau und Mann gemacht sein. Ja, es ist also im Prinzip wie die zweite Familie. Man ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden da heroben. Dann hat man wieder frei. Aber im Prinzip, man nimmt sein ganz Essenszeug mit drauf, sein Gewand. Alles, was man halt so zum Leben da herum braucht, das muss man halt mitnehmen. Wenn man jetzt schon so hier traumhaft schön arbeiten darf, was macht man da, wenn man mal nicht arbeiten muss? Geht man in die Berg? Also hat man Zeit, da mal Ski zu fahren, wenn Schnee liegt? Ja, das macht man tatsächlich, weil wenn man Spätschicht hat, dann hat man am Vormittag frei. Und dann, wenn Schnee liegt, dann darf man natürlich auf dem Wedelstor Ski fahren. Arbeit und Freizeit liegen hier ganz nah beieinander. 20 Jahre arbeitet Jürgen jetzt schon hier. Ja, er hat sogar seine eigenen Haustiere hier heroben. Und auch das gehört dazu. Jeden Tag kocht ein anderer. Heute gibt's Spinatlasagne. Und sogar beim Kochen wird weitergearbeitet und überwacht. Die Pegel und Signale sind immer im Blick. Wann würdest du jetzt springen, wenn auch einmal das Schwarzbild hinter mir wäre? Oder wann? Dann würde ich das Messer wegschmeißen und schauen, was los ist. Ja, dann war ich jetzt nicht mehr da. Aber alles läuft gut, kein Problem. Dann kocht ihr mal schön weiter, dass es halt was zum Essen gibt am Wendelstein oben. Jürgen will mir jetzt noch zeigen, wie das Fernsehsignal aus dem Studio ins Wohnzimmer kommt. Dafür müssen wir hoch hinaus. Hier wird mir dann auch klar, warum der Sender Wendelstein für Südbayern eine so wichtige Rolle spielt. Antenne und Sender thronen über allem. Das sorgt für beste Reichweite. Und da aus verbreiten wir die ganzen Signale, Fernsehen und Radio, und versorgen eben da unsere Bürger damit. Wer hier arbeitet, der muss schwindelfrei sein. Wohl einer der schönsten, aber auch wichtigsten Arbeitsplätze beim Bayerischen Rundfunk, weil ohne die Kollegen vom Wendelstein würden sie mich jetzt nicht sehen. Super, super spannend. Vielen Dank, Martin Breitkopf.